Das Geheimnis belastet die 16-Jährige so sehr, dass sie die ganze Nacht nicht nach Hause kommt. Bis zum nächsten Morgen findet Sarah Grüner auf dem Laptop die schockierenden Hintergründe und hofft umso mehr, dass sich Lea bei ihr meldet. Ich habe jetzt den Laptop von der Lea gecheckt. Da stand ihr Social-Media-Profil drauf und dann habe ich mir das mal angeschaut. Größtenteils postet sie da so Fotos mit zwei ihrer Freundinnen. Die eine heißt Michael Kratz und die andere heißt Sina Leier. Aber da war noch eine andere Sache. Und zwar gibt es da einen ziemlich langen Chatverlauf mit einem Nico, mit so einem Fotografen. Ich würde dir jetzt auch direkt mal so einen Auszug davon zuschicken. Ja. Und zwar hat sie ihm da so ziemlich sexy Fotos auf jeden Fall zugeschickt. Er hat ihr daraufhin halt etliche Komplimente gemacht, wie hübsch er sie findet und wie sexy und was weiß ich was alles. Ja. Und hat dann mal gemeint, dass sie die große Liebe ist, obwohl die beiden sich nur einmal live gesehen haben. Und dann ging es so weit, dass er dann sogar Geld von ihr haben wollte. Also 500 Euro. Ja, und offenbar hat sie ihm die dann halt eben auch geschickt. Und dann irgendwann hat er halt sein wahres Gesicht gezeigt und meinte, ja, sie soll ihm jetzt noch mehr Geld besorgen und zwei Handys. Und wenn sie das nicht macht, dann veröffentlicht er diese Fotos von ihr. Das klingt ja wie so ein Love- oder Romance-Scammer heißen die, ne? Hä? Ja, also, Romance-Scammer? Ja, Typen, die vorgaukeln, dass sie dich halt richtig toll finden und die finden sich in irgendeiner mystischen Lage wieder und bitte helf mir doch und ich brauche mal Kohle. Aber diesen Fotografen gibt's wirklich. Ja, der heißt Nico Fritsch und ich war halt auf seiner Homepage drauf und da steht, dass jetzt in Kürze da so ein offenes Shooting ist. Dann bin ich mal gespannt, was das für ein schmieriger Typ ist. Mit der Aussicht auf die große Modelkarriere schaffen es Betrüger immer wieder, junge Mädchen zu locken und ihr Vertrauen zu gewinnen. Gerade noch rechtzeitig kann der Anwalt seine Mandanten davor bewahren, an Nico Fritsch Selbstjustiz zu üben. Ein von Liebe vor euch. Komm hierher und ich bin was gesagt? Nein, nichts. Was soll der ganze Quatsch, Michael? Wir müssen das Ganze abbrechen. Entschuldigung. Nicht, ja. Bitte. Du hast jetzt Feierabend. Wir müssen was klären. Bitte. Herr Bader, bitte. Lassen Sie mich das mal machen, ja? Okay? Das, was die Eheleute Bader hier meinen, Herr Fritsch, ist, dass sie junge Mädchen ausnehmen. Junge Mädchen aus? Auf eine ganz linke, hinterhältige Art. Wer sind Sie überhaupt? Was machen Sie hier? Mein Name ist Lenzen, das ist für Grüner. Ich bin der Anwalt der Eheleute Bader. Sie kommen hierher, stören mich bei meiner Arbeit, werfen mir jetzt sowas vor. Wovon reden Sie überhaupt? Herr Bader, bitte langsam. So, jetzt schauen Sie mal hier. Na, Babe, krieg dich kaum mehr aus meinem Kopf. Seitdem du mir die sexy Bilder geschickt hast. Das klingt gar nicht wie ich. Nee? Nein, das bin ich auch. Und wenn Sie die Mädchen dann emotional so ein bisschen gefangen haben, dann kommt's. Ich brauche 500 Euro von dir. Ich weiß nicht, was das für Chatverläufe sind, die Sie dir vermeintlich haben. Ich bin auf solchen Social-Media-Plattformen gar nicht unterwegs. Und ich schreibe schon gar nicht irgendwelche jungen Mädchen an. Ich setze doch nicht meine Karriere aufs Spiel. Ach so. Wollen Sie mir allen Ernstes hier weismachen, dass sich jemand Ihrer Identität bedient hat? Was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen, mit Sicherheit. Sie haben doch bestimmt einen Laptop. Ja, drüben im Atelier. Okay, könnte ich mir den vielleicht mal angucken? Ich meine, wenn Sie nichts zu verbergen haben, dann würde ich da ganz gerne mal was überprüfen. Ja, ich habe kein Problem damit. Ich muss halt nur rüber. Ja, dann bitte. Wir passen auf Ihre Sachen auf. Ich warte hier. Ja. Lassen Sie mich das mal. Grüner? Ja? Hey, was ist denn passiert? Okay, alles klar. Ich versuche so schnell wie möglich zu kommen. Ja, tschüss. Das war Lea. Lea? Da ist irgendwas in der Berufsschule passiert. Ich weiß nicht was. Sie wollte jetzt nicht mit der Sprache rausrücken. Dann fahren wir da jetzt sofort hin. Du machst sie schnell zu Ende, kommst dann aber bitte schnell. Ja, weil du hast das Vertrauensverhältnis zu ihr. Ja, ich beeile mich. Bis gleich. Aus Scham und Verzweiflung hat Lea Bader die Nacht bei ihrer Freundin verbracht. Doch in der Schule wird sie Opfer der nächsten Erpressung. Zu viel für die 16-Jährige. Sie will Hilfe, allerdings keinesfalls von ihren Eltern. Was macht ihr hier? Ich habe nur Sarah angerufen. Sarah kommt gleich. Sollen wir so lange warten? Ja, könnt ihr bitte gehen? Natürlich, okay. Ja. Ich möchte nicht. Hey, mach das mal, bitte. Hi, Lea. Sorry, dass ich jetzt erst da bin. Was ist denn passiert? Es lag auf meinem Tisch, als ich reingekommen bin. Oh Mann, es tut mir leid. Ja, es ist das, was ich denke. Ja, es ist sogar noch ein bisschen schlimmer. Sag mal,
Denkst du, dass dieser Fotograf, dieser Nico dahinter steckt? Das kann nur er sein. Ich habe sonst niemanden geschickt. Okay. Ich würde mich mal ein bisschen in der Schule umsehen gehen, ob ich vielleicht noch irgendwie sowas der Art finde, ja? Ja, mach das mal bitte. Wir werden auf jeden Fall alles dafür tun, dass das hier nicht weiter verbreitet wird. Ja? Magst du vielleicht mal erzählen, wie das dazu gekommen ist? Es hat alles vor ein paar Monaten angefangen. Als ich mit meinen beiden Freundinnen, Maike und Sina, in der Stadt war, ein bisschen bummeln. Und dann kam da dieser Mann. Er hat sich als Nico vorgestellt und meinte, dass ich super für ein Fotoshooting wäre. Und er meinte, er will mich gerne mal fotografieren, hat mir seine Visitenkarte gegeben. Aber ich mach sowas nicht, ich mach keine Fotos. Und dann hat er mich aber trotzdem angeschrieben und mir super nette Sachen geschrieben und Komplimente gemacht. Und dann habe ich mich in ihn verliebt. Und ich dachte, er empfindet dasselbe. Und dann wollte er aber diese Fotos. Und ich dachte, wir mögen uns. Und er schickt die nicht weiter. Und dann wollte er Geld haben. Und dann wollte er sie immer mehr Geld haben. Und ich hatte das Geld nicht und habe mein Sparkonto geplündert und musste dann die Kreditkarte nehmen. Und das alles, weil er dich erpresst hat, die Fotos dann zu veröffentlichen, richtig? Ja. Hat geschrieben. Okay. Hallo Lea, ich verspreche dir, dass dies meine letzte Forderung ist. Okay, hat dir vorhin auch schon mal eine Nachricht geschrieben und da hat er dich dazu aufgefordert, die 500 Euro vor seinem Atelier zu hinterlegen. Dürfte ich das mal ganz kurz mitnehmen? Ja. Okay. Du bist nicht allein. Ich bin immer hier. Ingo, guck mal. Das ist die vorletzte Nachricht von dem Fotografen. Fällt dir da was an der Uhrzeit auf? Aha. Ja, genau zu dem Zeitpunkt haben wir mit ihm gesprochen. Das heißt, er kann es nicht gewesen sein? Nee. Und ich hatte auch schon seinen Laptop überprüft, da war mir auch nichts weiter aufgefallen. Das kam mir eh schon komisch vor. Na komm, gehen wir mal rein. Und geht's besser? Ja. Gut. Ich würde sagen, wir zeigen diesen Menschen jetzt endlich mal an. Jetzt wissen wir, wer es war, was hier passiert ist und der kann doch damit nicht durchkommen. Nein. Das geht gar nicht. Nein, er war es nicht. Wie bitte? Bis zu dem Zeitpunkt, als sie diese vermeintliche Nachricht von ihm einging, haben wir mit ihm gesprochen. Das heißt, er war es wirklich nicht. Wem hast du denn sonst die Bilder geschickt, bitte? Niemand. Ich habe nur mit ihm geschrieben. Mit wem habe ich denn dann geschrieben? Das wird ja mal schlimmer alles. Süße, was ist denn los? Also, was ist passiert? Ich werde verarscht und ich weiß nicht von wem. Wie? Jetzt erzähl doch mal, was passiert. Ich weiß nicht, mit wem ich schreibe. Hat das mit dieser Gerichtsvollzieher-Sache zu tun? Ja. Lass uns in die Cafeteria gehen. Nee, ich würde sagen, wir nehmen sie jetzt erstmal mit nach Hause. Ja? Ich komm. Schatz, nee, lass, ich möchte jetzt da mitgehen. Komm. Hey. Ich hab keine Kopien mehr finden können, der kompletten Schule nicht, aber wir waren gerade die beiden Mädchen, die wir... Klassenkameradin von ihr. Sina und... Das ist interessant. Die beste habe ich gerade in der Eingangshalle gesehen. Mit sündhaft teuren, identischen Telefon, beide in Gold. Beide gleich? Mhm. Hey, sorry. Ich habe gerade mal mit dem Herrn Fritsch telefoniert. Ich habe es mir nicht glauben, was er mir gerade erzählt hat. Was? Unverzüglich will Ingo Lenzen dem kriminellen Spiel ein Ende bereiten. Wohl wissend, dass die Wahrheit die 16-Jährige ein weiteres Mal tief verletzen wird. Lea Bader glaubt sich bei ihren Freundinnen in Sicherheit. Doch das ist ein Trugschluss. Lea, es tut mir so leid. Aber ich muss jetzt leider was sagen. Die Damen, kennen Sie den Fotografen Fritsch? Nee, keine Idee. Ich habe gerade mit ihm telefoniert. Und dann hat er mir erzählt, dass ihr ihm eine Modelanfrage geschickt habt. Ist es nicht so? Ja, und daraufhin hat er euch eine fette Absage erteilt, weil er meinte, dass ihm bei euch irgendwie das gewisse Etwas gefehlt hat. Lea hingegen wollte er sehr gerne vor der Kamera haben. Euch scheint da gerade nicht so viel dazu einzufallen. Dürfte ich die Dame mal ganz kurz darum bitten, mir die Handys zu zeigen?
Wieso? Wofür braucht ihr jetzt unsere Handys? Was hat das damit jetzt zu tun? Ja, wenn die nichts damit zu tun haben, wird es doch kein Problem, sie mal ganz kurz raussuchen, oder? Bitte? Dreh mal um, dass wir die Farben sehen können. Die habe ich euch bestellt? Ihr habt den ganzen Mist abgezogen? Warum? Mann, weil du doch schon die ganze Zeit alles in den Arsch geschoben bekommst. Von Anfang an. Bitte in den Arsch geschoben? Du warst in der Schule schon immer besser, du hast alles besser gemacht, du hast alles bekommen, was du wolltest und du weißt, wie sehr ich Model werden wollte. Oh ja, und ich meine, das hast du mir gegönnt. Was? Hä? Weil ich dir nichts gönne? Hast du mir diesen ganzen Scheiß angetan? Wegen Handys? Ich hab mich verliebt in den Mann. Ich hab da sonst was geschrieben, ich hab dem Fotos geschickt. Und ihr habt euch dann abgelacht und gedacht, dass das irgendwie Spaß ist? Kann's ja wohl nicht sein, ey. Ist alles nur aus Neid? Mal ganz ehrlich, ist es das wert? Maike Kratz und Sina Leier wurden vom Jugendgericht wegen Erpressung zu Sozialstunden verurteilt. Ihre Eltern ersetzten den Baders den finanziellen Schaden. Die drohende Zwangsvollstreckung gegen meine Mandantin und ihre Familie konnte abgewendet werden.